Und heute gleich weiter zum Frühaufsteher. Dank uns, Freddy, einen schönen guten Morgen und willkommen. Schönen guten Morgen, hallo. Bei Dinge, die ich nicht mag, steht auf deiner Homepage zum einen Aufstehen, zum anderen schlafen gehen. Das ist richtig. Wie schlimm war das Aufstehen heute? Heute sehr schlimm, sehr schlimm. Also ich glaube, ich bin das letzte Mal aufgestanden so früh, wie ich noch aktiv Postler war. Wann war das? Vor 12 Jahren, 13 Jahren. Ja. Aber okay. Es ist gegangen. Ich habe zeitlich niedergelegt, ja, brav war ich. Ja. Schön, dass du heute da bist. Ich wollte gerade sagen, du warst ja nicht immer Kabarettist. Bestimmt. Angefangen hast du eigentlich dein Geld zu verdienen mit der Tischlerei. Genau, Tischler. Ja. Dann warst du Postler. Postler, genau, richtig. Wie wird man dann vom Postler zum Kabarettisten? Ehrlich? Ja. Meine Frau sagt, Freddy, du bist zu blöd, mit dir verdiene ich Geld. Okay, so, das heißt, deine Frau hat entschieden, du hast einfach reagiert. Ja, ich war nie Kind von Traurigkeit, war ich nie, aber sie hat gesagt, ich probiere das einmal, du bist schon so lange bei der Post, schreibe ein Programm über die Post, ja. Mit Parteien und mit probiere es. So, ja, probiere ich. Und sie hat das dann gemacht und sie hat mir dann auch mit für Kleinkunstpreise und tut die. Ich habe noch gar keine Chance. Also, das hat wirklich deine Frau gemacht? Das hat wirklich sie was gemacht. Ja. Und auf einmal war ich Kabarettist. Ja. Okay. Du, apropos Postler, was ist ein Kastelspritzer? Ein Kastelspritzer, das sind Briefentleerer. Die leeren ganz einfach die Postkästen aus. Die gelben Postkasteln, die sind Kastelspritzer. Die fahren dann, das sagt man in. Also ich kenne den Begriff nicht, das sagt man in Wien, oder? Das sagt man, ich glaube, das sagt man überall. Das ist, Kastelspritzer? Ja, das ist ja. Ob das jetzt wirklich postalisch ist, weiß ich nicht. Aber du bist Kassel auf jeden Fall keiner mehr? Nein. Oder machst du jetzt parallel Kabarett und Post? Nein, nur mehr Kabarett. Ja. Sehr gut. Ja. Ich war auf deiner Homepage, wie du schon gemerkt hast, und da ist mir auch aufgefallen, du hattest immer wieder mit Josef Hader zu tun. Ist er sowas wie ein Förderer, oder? Anfang schon, muss ich sagen, ja, doch. Und zwar ist der Techniker, hat mir zugeschaut, ja. Bei einem Abend, und der hat gesagt, Josef, das musst du auch schauen. Und dann haben wir miteinander mein Audimax gespielt. Also er hat mich eingeladen für 10 Minuten und das war schon sehr geil. Ja. Ist es wichtig, da auch Förderer zu haben, die einem Chancen geben? Ich denke schon, ja. Ob es für mich wichtig war, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, es gehört dazu. Ja. Ja. Du hast ja viele verschiedene Programme, spielst auch nicht eine Saison oder nur eines, sondern mehrere parallel. Ja. Ist das schwer, dir Nein, was nicht zu wirklich, merken? Ich glaube, weil ich selber geschrieben habe, weil es authentisch sind. Und darum, glaube ich, merke ich mir das besser. Mhm. Ja. Und sie sind echt, die liegen nicht. Für mich ist das Kabarettspielen irgendwie eine Therapie und kriege Geld dafür. Also ich sage nur die Wahrheit. Ich untertreibe es sogar manchmal. Ja. Du hast gesagt, du warst nie ein Kind von Traurigkeit. Das führt mich schon zur nächsten Frage. Glaubst du, kann man sowas wie Humor oder Witzigkeit lernen? Oder ist man das einfach? Ich glaube, das ist man. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Entweder man ist ein witziger Typ oder nicht, glaube ich. Ich glaube, das kann man nicht lernen. Okay. Ist das bei dir in der Schule vielleicht schon absolut aufgekommen? Ja. Ich war immer der in der letzten Reihe. Stimmt. Sehr gut. Kommt mir irgendwo her bekannt vor. Gell? Genau, ja. Bis ich dann gewechselt habe in die erste Reihe, weil da braucht man nicht so viel aufzeigen, kommt richtig, mir vor. Genau, ja. Da ist man sowieso da. Man versteckt sie. Ja. Ich freue mich auf viele, viele Geheimnisse von den Kabarettbühnen und deinen Auftritten. Und ja, Freddy, jetzt mal Kaffee, würde ich sagen, komm Vielen an. Dank. Willkommen in Hainburg. Ja.